Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsalat Beef hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem kleinen Experimente. Denn frisch gestern, nee, frisch heute sind die neuen Amiibos unter anderem mit Super Smash Bros. Ultimate rausgekommen. Na, das ist unter anderem hier einer der Inklings, Ridley und, was sehr überraschend war, einer aus dem alten Kader, so Brawl-Kader ist das, das ist dann Wolf. Unter anderem von den drei auch einer der schwersten Amiibos, was sehr überraschend ist. Wie gesagt, die Amiibos sind eigentlich recht gut verarbeitet, also gerade Ridley und Wolf sind eigentlich in einem echt geilen Design. Beim Inkling-Mädchen ist es eher so, ja okay, es gibt da so ein paar Macken. Warum zum Beispiel dann einfach mal hier hinten am Kopf, vielleicht mache ich ein Foto davon, einfach mal so ein Strich gezogen worden ist. War vielleicht druckertechnisch gar nicht anders möglich, aber gut, ist halt so. Wir beäugeln nicht nur die Amiibos, sondern wir machen auch damit Experimente. Ihr kennt das ja, wie quasi in den letzten Amiibo-Experimente. Und zwar testen wir wieder die guten Amiibos mit dem 3DS und folgenden Kandidaten. Ne, mit dem Hintergedanken, was kriegen wir wirklich raus? Beziehungsweise, was ist auf diesen NTC-Chips wirklich programmiert? Und wir lassen uns überraschen in Yoshi's Woolly World. Ne, Poochie in Yoshi's Woolly World, ich sag's immer falsch. Dann haben wir Hyrule Warrior Legends, wo wir mal gucken, ob die überhaupt funktionieren. Ob die mir überhaupt was randommäßig ausspucken. Oder hatten wir auch schon mal den Fall, dass die gar nicht funktionieren. Das war aber nicht bei Amiibos, sondern glaube ich bei den Skylanders-Figuren. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Und last but not least, nein, kein Super Mario Maker, denn für den 3DS werden nämlich da die Amiibos überhaupt nicht unterstützt. Wir gucken stattdessen in einem Spiel namens WarioWare Gold. Ne, da gibt es eine schöne Amiibo-Funktionalität und das probieren wir auf jeden Fall aus. Und ich würde mal sagen, wir starten mit Yoshi's Woolly World. Bis gleich. Ja, da wären wir in Poochie and Yoshi's Woolly World. Ne? Ein Titel aus dem Jahre 2017, also quasi ist der ja fast über ein Jahr, ja nicht knapp, aber fast 2 Jahre alt. Kam glaube ich irgendwie letztes Jahr im März, April irgendwie so raus. Eigentlich noch recht frisch und auch recht witzig, weil dort sämtliche Amiibos auch unterstützt werden. Ne? Wir spielen natürlich mit meinem Spielstand Start. Da ist unter anderem noch, und das war ja das Witzige beim letzten Mal, ich habe dort ja unter anderem die alten Splatoon-Amiibus mit den Octoling-Amiibus verglichen. Sowas würde ich hier übrigens auch tun, weil ich habe noch den Release-Splatoon-Amiibo oder die drei Splatoon-Amiibo, die damals zum Release von Splatoon 1 rauskamen. Ne? Und auch da sieht man, vielleicht kann ich das auch wieder mit den Bildern darstellen, dass dort hier auch wieder Nähte auf dem Kopf waren. Ich verstehe es nicht. Also das hätte man doch vielleicht irgendwie auch besser machen können. Hinzu kommt dann auch noch, dass die alten Splatoon-Amiibos ein bisschen blass wirken. Ist halt so. Gut, aber back to topic. Wir schalten direkt rein und testen dort, wie gesagt, diese Amiibos. Momentan sind wir noch geeicht mit dem Splatoon, mit dem grünen Splatling, also einer der drei Anfangs-Amiibos. Ich würde erstmal versuchen, dass ich da erstmal das Design wegmache, indem ich den Release, also man erkennt, es ist kein Brawl-Sockel unten dran, sondern mit dem Release Splatoon 1-Amiibo scanne ich mal ein, weil der funktioniert definitiv und ich kriege auch das raus. So, wir wissen auch bei Yoshi's Woolly World, wenn ich einen gleichen Amiibo, also mit dem gleichen NTFC-ähnlichen Chip, also mit den gleichen Einstellungen drauf, einscanne, löst sich der Yoshi wieder auf. Wenn das nicht passieren sollte, kriege ich einen Amiibo. Ne, kriege ich einen Yoshi mit einem Amiibo-Shirt. Das probieren wir direkt aus. Mit der guten Ink. Mit dem guten Inkling. Ich glaube, die sind. Nein, die sind nicht Geschlechter, aber Inkling. Ist egal. Wir streiten uns jetzt nicht über Geschlechter. Wir streiten uns hier höchstens über Funktionalitäten der Amiibos. Ich setze mal. Warte. Yeah! Ich setze ihn mal drauf. Das ist geil. Also quasi könnt ihr auch diesen Amiibo als Umkehrschluss quasi auch benutzen für Splatoon 1 und Splatoon 2. Und kriegt die Funktionalität vom Release Amiibo raus. Das ist natürlich sehr cool, dass das so jetzt natürlich
herangetragen wird, finde ich sehr cool, weil viele hatten nicht die Möglichkeit, diesen Release Splatoon Amiibo zu bekommen. Oder auch die Neuauflage mit anderen Farben. Und habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit diesem Smash Amiibo auch Sachen in Splatoon 2 freizuschalten. Oder welche Leute, die vielleicht noch eine Wii U haben, in Splatoon 1. Sehr cool. Gute Erkenntnis. Ich habe jetzt schon meine Vorgabe erfüllt. Wir machen einen weiteren Text mit dem schwersten Amiibo, und zwar Wolf. Den legen wir auch mal schön drauf hier. Warte, erstmal aktivieren. Draufpacken. Und glücklich sein. Denn hier kriegen wir nur ein Yoshi mit einem... mit einem T-Shirt. Es ist quasi der Standard-Amiibo, und zwar von Standard-Kostüm von Yoshi, wenn ein Amiibo draufkommt, der nicht vom System unterstützt wird. Das wird wahrscheinlich jetzt bei Ridley auch der Fall sein. Ridley, muss ich nochmal zugeben, sehr cool und sehr leicht. Also der Amiibo ist ziemlich leicht. Sieht dafür aber ultra geil aus. So, Kostüm löst sich auf, damit ist ganz klar, dieser Amiibo hat auch keine Funktionalität mit Yoshi's Woolly World. Im Endeffekt habe ich ja Yoshi's Woolly World nur rausgeholt, um unter anderem ähnliche Figuren zu checken, ob wirklich auch das gleiche in diesem NTFC-Chip drin ist. NTFC? Nein, Blödsinn. NTC-Chip drin ist. Ich weiß noch nicht mal, ob NTC-Dings überhaupt richtig ist. Ich sehe gerade, mein Ridley hat unten ein paar Kratzer. Wahrscheinlich durch den Transport. Die Packung haben sie auch geändert. Ganz, ganz komisch. Irgendwie konnte man jetzt oben an der Lasche ziehen und raus... Ganz komisch. Ich bin da noch so ein altgeprägter Amiibo-Liebhaber. Doch, ich kann mich wirklich jetzt langsam zum Amiibo... Ich habe so viele jetzt schon durchgetestet. Ich kann mich wirklich jetzt langsam zum Liebhaber einpacken. Aber es macht mir Spaß, das zu experimentieren und das euch zu vermitteln. Und mit diesem grandiosen Ergebnis machen wir weiter mit Hyrule Warrior. Bis gleich. So, da wären wir bei Hyrule Warrior Legends. Unter anderem das Spiel, womit ich halt sämtliche Amiibos teste, ob sie überhaupt funktionieren oder beziehungsweise was man dann dementsprechend randommäßig rauskriegt. Ich fange an, wie gerade eben, mit dem Inkling Amiibo. Ich knack mal wieder ein 3DS um, damit man den auch schön in Position sieht. Ah, ein Schildmoblin. Ja, Schildmoblin. Sehr gut. Ich habe kein... Wie gesagt, ich... Wieder das gleiche Problem. Hyrule Warrior habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Ich müsste es eigentlich mal wieder ausgraben für euch. So, weiter geht's mit Wolf. Und der gibt mir einen geilen Hammer. Sehr gut. Für Darunia. Ha! Zumindest da weiß ich den Namen. Liegt aber daran, dass ich Ocarina of Time momentan live streame. Und daher die ganzen Namen einigermaßen wieder weiß. So, last but not least, Ridley. Und da kriege ich hylianische Handschuhe. Naja, die kann er sich definitiv nicht anziehen. So viel steht fest. Ja, Speed-mäßig ist halt Hyrule Warrior ziemlich einfach gesagt. Es unterstützt sämtliche Amiibos, egal welcher Art, egal woher und überhaupt. Special Items kriegt man aber wie gesagt nur durch die Zelda-Amiibos. Quasi Link, Zelda, Ganondorf im Smash. Sowie auch die Original-Zelda-Amiibos in der Zelda-Reihe. Sonst gibt's halt leider nichts Großartiges. Ne? Das ist halt wie Fire Emblem Warriors. Es funktioniert ähnlich. Bei Fire Emblem Warriors ist es aber halt ein bisschen fricklig, weil man sich nochmal durch die ganzen Menüs durchwursteln muss. Finde ich nicht so geil. Da ist Hyrule Warrior Legends ein bisschen besser. Na gut. Weiter geht's mit dem, glaube ich, spektakulärsten Titel. Wir machen weiter mit WarioWare Gold. Bis gleich. Jo, da sind wir in WarioWare Gold. Dort testen wir auch die Amiibos. Und zwar gibt es hier unter anderem eine schöne Funktion, die ich sonst in keinem anderen 3DS-Spiel gefunden habe, der auch, soweit es geht, alle Amiibos unterstützt. Sogar den Metroid-Amiibo aus der Metroid-Reihe. Also quasi den, nee, aus der Metroid Samus Returns-Reihe. Na gut, aber wo findet ihr den Souvenirs? Natürlich. Dann Schatzkammer. Dann wieder die Frage... Warum mache ich unter anderem? Da ist er. Varios Amiibo-Skizze. Auch sehr unterhaltsam, was dabei dann immer für ein Kram rauskommt. Ich gehe davon aus, das ist jetzt meine grobe Einschätzung, dass der Inkling Amiibo funktionieren wird. Dass wir dort was richtig Geiles kriegen werden. Tintenfisch vielleicht oder so.
Egal, starten wir. Denn man kann nur bis zu 3 Amiibos einscannen. Das ist leider der kleine Nachteil. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Du möchtest ein Original Wario? Dann lass mir Zeit zum Malen. Okay. Hier kriegst du Inspiration. So, weiter. Auf geht's mit dem Inkling. Boah, ausgezeichnet. Yay. Yes, ich liebe es, wenn ich recht habe. Sehr cool. Was ist das denn? Sehen wir uns dieses gute Stück doch mal näher an. In diesem Bild steckt viel Inhalt. Es zeugt von unfassbarem Talent. Naja, ich sehe mindestens, warte, lass mal gucken, wir haben jetzt da 16 Stück. Ich sehe mindestens 3, ne, 4 Splatoon-Teams. Die alle das gleiche haben, die alle das gleiche haben. Alle das gleiche haben und alle gleich aussehen. Sehr cool. Es funktioniert. Geil. Ich liebe es. Dieses Bild versetzt mich in eine Traumwelt. Nein, tut es nicht. Wäre aber schön, wenn. Das muss ich haben. Müssen wir für diesen Preis verkaufen. Ne? 480 ist okay. Machen wir. Aber das ist cool. Das heißt, in dem Inkling Amiibo ist definitiv irgendwie etwas mit den alten Inklingen drin. Das ist sehr geil. Und da ich die alle Amiibos noch nicht hier eingescannt habe, ist das umso besser zu wissen, was man dabei rauskommt. Hat keinen nennenswerten Vorteil. Das Einzige, man kriegt Coins, womit man dann den Gashapon-Automat in dem Spiel benutzen kann. Aber dafür liebe ich dieses Spiel. Einfach nur die Tatsache, dass dann hier doch irgendwas rauskommt, wo du dir denkst, so, okay, hier merke ich, hier improvisiert er. Okay. Ja, Wolken, Regenbogen. Okay, ganz komisch. Sehen wir uns dieses gute Stück doch mal näher an. Dieses Werk ist voller Leben. Es ist wie für Kinder gemacht. Nein. Wild und fast schon gefährlich. Ja gut, das könnte zu Wolf schon ziemlich gut passen. Wie das Meer, das es darstellt. Meer. In irgendeiner Dimension sehe ich da ein Meer. Oh, dafür rappelt aber ordentlich die Kasse. Yay. Sehr gut. So, einen kann ich noch. Der gefährlichste. Packen wir mal Ridley drauf. Und go. Okay, er improvisiert wieder. Okay. Sehen wir uns dieses gute Stück doch mal näher an. Es ist exzentrisch. Es ist gewagt. Keine Frage, ich bin zufrieden. Es ist hell. Es ist fröhlich. Es ist der Sommer auf einer Leinwand. Das passt alles nicht, aber sehr witzig. Das muss ich haben. Ja, gibt aber nur einen schmalen Taler. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, ist komplett random. So, er ist fix und fertig. Ich gehe jetzt nach Hause. Das war mit Amiibo Skizze in WarioWare Gold. Dafür liebe ich diesen Titel. Einfach nur um festzustellen, wirklich, das sind die Spiele, womit ich knallhart herausfinden kann, was in den Amiibos wirklich drin ist. Und vielleicht auch interessant für euch, was die Amiibos genau können. Aber wie gesagt, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß, seid gut unterhalten gewesen. Ich bin sehr zufrieden mit den Amiibos, weil endlich mal ein Ergebnis kommt, was interessant ist, was bahnbrechend ist, was vielleicht nur ganz wenige wissen. Und ich. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Adventszeit und viel Spaß mit Super Smash Bros. Ultimate. In dem Sinne, haut rein. Ciao.